Zysten am Eierstock kommen wahrscheinlich viel häufiger vor, als ihr euch vorstellen könnt. Bei der einen Frau machen solche Zysten Symptome und bei der anderen Frau ist es ein völliger Zufallsbefund, dass die Gynäkologin sagt bei der Untersuchung, oh, da ist ja eine Zyste. Woher diese Zysten kommen, was das genau ist, das erkläre ich in diesem Video. Eine Zyste kann man sich vorstellen wie ein Gewebe- oder flüssigkeitsgefüllter Hohlraum. So Zysten können überall vorkommen, ob an der Niere, sogar im Gehirn, aber auch am Eierstock können eben solche Zysten vorkommen und sind in der Regel angeboren oder entwickeln sich im Laufe der Jahre. Man kann sich das Ganze so vorstellen wie so ein kleiner Ballon, den man entweder mit Flüssigkeit füllt oder auch mit Gewebsstücken füllt. Das Ganze kann Millimeter groß sein oder auch wirklich riesig groß sein. Bis zu 20 cm große Zysten habe ich schon gesehen. Also die können wirklich riesig groß werden. Und ich habe es anfangs schon erwähnt, bei der einen Frau machen die überhaupt keine Symptome. Es liegt ein bisschen daran, wo diese Zyste liegt. Drückt die irgendeinen Nerv ab oder drückt die irgendwo drauf? Das Bauchfell, was uns umkleidet oder was unsere Gedärme umkleidet, ist sehr empfindlich. Und wenn das direkt an so einer Stelle drückt, kann das sogar eine ganz kleine Zyste sein, die Beschwerden macht. Aber ich habe auch schon Frauen gesehen, die riesige Zysten haben und überhaupt keine Beschwerden hatten. Liegt also nicht nur an der Größe der Zyste, sondern auch so ein bisschen an der Lokalisation, wo das Ganze liegt. Woher kommen jetzt eigentlich diese Zysten oder wie entwickeln die sich? Und ich habe es anfangs schon erwähnt, man unterscheidet zwischen angeborenen Zysten, die man also schon genetisch bedingt bildet, oder auch nicht angeborenen Zysten. Und mit denen möchte ich anfangen. Zysten sind unter anderem stark abhängig von Hormonen. Deswegen kommen Zysten relativ häufig in der Pubertät vor oder auch rund um die Wechseljahre, wo also große hormonelle Schwankungen sind. Und auch Hormone können so eine Art Wachstumshormon sein, die einfach so Zysten dazu anregen, groß zu werden und auch wieder klein zu werden. Deswegen, wenn man bei einer jungen Dame eine Zyste entdeckt, schauen wir uns das Ganze auch erstmal ein bisschen an, ob die nicht von alleine wieder weggeht oder ob die unter dem Hormoneinfluss immer größer wird. Und je nachdem, wo oder auch wie diese Zysten konfiguriert sind und welche Charaktereigenschaften die haben, haben die auch bestimmte Namen. Ob es jetzt die funktionelle Zyste ist, eine Gelbkörperzyste, das polyzystische Ovar-Syndrom oder auch eine Schokoladenzyste. Ganz viele verschiedene Namen für verschiedene Zystenarten. Dann gehe ich gleich nochmal näher darauf ein, wie sich diese Zysten denn unterscheiden. Dann gibt es noch die angeborenen Zysten. Angeboren, das sagt der Name schon, ist also quasi genetisch angelegt. Und da kann man sich das so vorstellen, dass jede Drüse in unserem Körper natürlich auch einen Drüsenausgang hat. Das heißt, das Sekret, was da produziert wird, das möchte irgendwo raus. Ob es jetzt die Schweißdrüsen sind, unter den Achseln zum Beispiel, da kommen Flüssigkeiten raus. Aber auch im Körper selbst gibt es viele, viele Drüsen, die einen Ausgang haben. Wenn dieser Ausgang schlecht angelegt ist oder gar nicht angelegt ist, staut sich natürlich die Flüssigkeit, die produziert wird, in diesem Hohlraum zurück und so eine Zyste wird eben immer größer. Und nichts anderes, haben wir ja gesagt, ist es. Es ist ein flüssigkeitsgefüllter oder gewebegefüllter Hohlraum. Ja, und je länger so etwas bebrütet wird, desto größer kann so etwas werden. Da gibt es zum einen diese Dermoidzyste oder auch Teratomzyste. Das ist eine ganz spezielle angeborene Zyste. Oder auch sogenannte Paraovarialzysten. Das sind auch angeborene Zysten. Unterm Strich ist es auch nicht 100% wichtig, wo diese Zyste jetzt herkommt. Das sieht man im Ultraschall meistens eh nicht, ob das jetzt eine angeborene oder nicht angeborene Zyste ist. Man muss schauen, sieht diese Zyste normal und unauffällig aus oder sieht die doch ein bisschen bösartiger aus? Macht die Beschwerden, macht die keine Beschwerden? Davon ist so eine Entscheidung, wie man damit umgeht, auch abhängig. Nicht so sehr, ob die jetzt angeboren anmutet oder eben nicht angeboren ist. Schauen wir uns die erworbenen Zysten einmal näher an. Ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt verschiedene Arten von Zysten, beziehungsweise sie werden verschiedenartig genannt. Als erstes schauen wir uns mal eine Follikelzyste an. Eine Follikelzyste ist so der Klassiker in einem jüngeren Alter, wenn die Eisprünge noch regelmäßig stattfinden. Es ist so, dass während der ersten Hälfte des Menstruationszyklus eben Follikel heranreifen, bis ein dominanter Follikel quasi entsteht, der sogenannte Krafft-Follikel, und daraus springt dann quasi die Eizelle. Wenn sich ein solcher Krafft'sche Follikel bildet, kann es sein, dass er eine gewisse Größe erreicht, und wenn dieser Eisprung eben nicht stattfindet oder aber auch inadäquat stattfindet, sodass die Zyste nicht zerreißt, sondern einfach bleibt, wie sie ist, in so einer Größe, kann sich so eine Follikelzyste bilden, die relativ groß werden kann. Als weitere spezielle Zystenart ist eine sogenannte Gelbkörperzyste auch relativ häufig und auch in dem reproduktionsfähigen Alter, eben dann, wenn die Frau noch regelmäßig Eisprünge hat. Wir hatten es eben erwähnt, wenn es eben nicht zum Eisprung kommt, kann so eine Follikelzyste bestehen bleiben. Wenn es zum Eisprung kommt, bildet sich der ehemalige Follikel, quasi die zerplatzte Zyste im weitesten Sinne, zu einem Gelbkörper um, der jetzt Hormone produziert und im Falle einer Schwangerschaft diese Schwangerschaft mit versorgt. Und so eine Gelbkörperproduktion oder so eine Hormonproduktion des Gelbkörpers kann eben auch dazu führen,
dass sich dort eine Zyste bildet, weil das haben wir ja schon vorhin einmal erwähnt, dass da Sexualhormone eben produziert werden, die auch eine Art Wachstumshormone sind und die, wenn sie da eine Art Verstopfung stattfindet, auch relativ groß werden kann und dann eine Gelbkörperzyste auch entstehen kann. Normalerweise wird dieser Gelbkörper, wenn eine Schwangerschaft nicht stattfindet, wieder abgebaut und vernarbt dann quasi, wird so ein kleines Narbengewebe. Aber es kann auch sein, dass dieser Gelbkörper nicht ordnungsgemäß eben sich zurückbildet und so zu einer größeren Gelbkörperzyste werden kann, der eben auch oder die eben auch relativ groß werden kann und so auch Symptome machen kann. Dann kommen wir noch zu einer sehr lustigen Umschreibung einer Zyste, sogenannte Schokoladenzyste. Einer Schokoladenzyste, warum sie so heißt, sage ich gleich, liegt eine Grunderkrankung zugrunde, die Endometriose. Eine Endometriose ist quasi versprengte Gebärmutterschleimhaut, also ganz normales Myometrium heißt es ja, eben Schleimhaut, die eigentlich in die Gebärmutter reingehört und wenn diese nicht in der Gebärmutter ist, sondern irgendwo außen, die kann viele Lokalisationen haben, ob es am Eierstock ist oder am Eileiter, die produziert eben genauso oder ist genauso hormonabhängig wie eben die Gebärmutterschleimhaut und so hat man ja periodisch immer einen Aufbau und einen Abbau von Gebärmutterschleimhaut und so passiert das eben auch mit solchen Endometrioseherden. Und wenn diese Endometrioseherde eine gewisse Größe haben, können die auch eine Abbruchblutung eben haben. Und wenn diese Blutung sich nicht in den Bauchraum entleert und abgebaut wird vom Körper, sondern in einer Art Zyste immer wieder gesammelt wird, kann es zu so einer Schokoladenzyste werden. Die heißt Schokoladenzyste, weil das natürlich sehr altes und geronnenes Blut in einem zystischen Gebilde ist. Und das sieht sonografisch oder auch, wenn man das dann operativ sieht, einfach nach so ganz dunkler, zäher Masse aus und da ist irgendjemand mal auf die schlaue Idee gekommen, das Ganze Schokoladenzyste zu nennen. Das hat nichts mit der Süßigkeit zu tun, sondern wird so genannt, weil es eben so aussieht. Das sind sogenannte Endometriosezysten, die eben auch Schokoladenzysten genannt werden. Dann gibt es noch ein Syndrom zu den erworbenen Zysten, das nennt sich polyzystisches Ovar-Syndrom. Das ist heutzutage ein großes Thema, auch bei Kinderwunschpatientinnen. Auch gerade die gesellschaftlichen Essgewohnheiten und auch Körpereigenschaften führen immer mehr und immer häufiger zu einem sogenannten polyzystischen Ovar-Syndrom. Das ist ein Thema, was riesig groß ist. Dazu muss es einfach mal ein eigenes Video geben. Das werde ich hier nicht im Detail besprechen. Es sei nur so viel gesagt, dass sich eben, wie der Name auch schon sagt, viele kleine Zysten am und um den Eierstock bilden können. Und die, kann man sich vorstellen, sind auch nicht funktionell ausgereift, sondern eben insuffizient, was den Eisprung etc. angeht. Da ist einfach ein hormonelles Ungleichgewicht im Vordergrund oder die Quelle dieser Erkrankung. Und da kann es eben zu vielen kleinen, insuffizienten Zysten kommen. Das ist ganz eindrucksvoll im Ultraschall zu sehen, wenn man viele kleine zystische Strukturen am Eierstock sieht. Dazu passt eben noch der Habitus der Frau oder auch die Vorgeschichte, dann kann man relativ schnell von einem polyzystischen Ovar-Syndrom sprechen. Wie gesagt, ein großes Thema, was es nochmal in einem anderen Video zu besprechen gilt. Dann noch zwei Sätze zu den angeborenen Zysten. Da gibt es zum einen eine Dermoidzyste, das wird auch unreifes oder reifes Teratom genannt. Das Ganze ist embryonal veranlagt, es gibt quasi Keimdrüsen. Und Keimdrüsen können quasi alle Arten von Körpergewebe bilden. Wir sind also aus einer oder zwei Zellen hervorgegangen und die differenzieren sich ja auch in Haare, in Augen, in Fußnägel und so weiter und so fort. Und wenn sich so eine Keimdrüse quasi entdifferenziert, kann es auch kommen, dass in einem zystischen Gebilde derartige Produkte entstehen, das ist, hört sich auch immer lustig an, wenn man sagt, in ihrer Zyste waren Zahn oder Haare oder auch Talg, aber das kann passieren. Also es gibt Zysten, die sieht man auch im Ultraschall relativ gut, weil da meistens ein hartes Gewebe drin ist. Die enthalten tatsächlich viele Haare oder auch Zähne oder auch Knochen. Das sind dann sogenannte Dermoidzysten, die eine bösartige Entartung passiert sehr, sehr selten, aber kann passieren. Aber diese Zysten gehören auf jeden Fall auch operiert. Und die nächsten angeborenen Zysten sind die Paraovarialzysten. Para heißt immer, dass etwas neben etwas ist. Ovarial heißt neben dem Eierstock.
Das sind also Nebeneierstockzysten, wenn man sie so nennen will. Die entstehen auch aus embryonalem Gewebe und befinden sich in den meisten Fällen irgendwo rund um den Eierstock und sind eine Art, ja, Restgewebe von der embryonalen Entwicklungszeit, sagen wir es mal so. Die können auch, ja, unterschiedlich groß sein. Es gibt ganz kleine, es gibt relativ große. Das sieht man sonografisch auch relativ eindrucksvoll, weil dann eben neben so einem Eierstock oder neben der Tube relativ kleine und größere Zysten zu sehen sind. Und entsprechend können die sich natürlich auch mal ineinander drehen und dann Schmerzen verursachen. Die kommen aber nicht ganz so häufig vor, wie zum Beispiel jetzt die, was wir vorhin genannt haben, Follikelzysten oder Gelbkörperzysten. Schauen wir uns einmal die Prognose an, wenn man jetzt bei der Gynäkologin sitzt und da ist eine neu entdeckte Zyste auf einmal auf diesem Bildschirm, da hat man natürlich so gewissermaßen Angst oder Panik, das könnte jetzt irgendwas Schlimmeres sein. Man muss aber sagen, in 90% der Fälle ist das was Gutartiges, geht von selber weg und macht in der Regel auch wenig bis gar keine Beschwerden. Also da muss man erstmal das Ganze relativieren, aber es gibt natürlich die 10%, wo eine bösartige Entartung sein kann und wo man einfach ein bisschen näher hingucken muss. Das ist aber auch sehr davon abhängig, in welchem Alter du dich befindest. Ich möchte gar nicht sagen, dass junge Patienten nie bösartige Erkrankungen haben. Auch das gibt es, aber es ist natürlich seltener, als wenn jetzt eine 70-Jährige kommt und da auf einmal eine Zyste entdeckt wurde, die auch nicht so ganz normal aussieht. Aber unterm Strich muss man sagen, Zysten ist eher etwas Harmloses und Selbstlimitierendes. Was gibt es jetzt noch so für Risiken bei einer normalen Zyste, die jetzt nicht bösartig aussieht? Da gibt es im Prinzip zwei Dinge, auf die man so achten muss. Zum einen ist das die Stieldrehung. Was genau ist eine Stieldrehung? Man muss sich das so vorstellen, dass der Eierstock an dem Eileiter hängt und eine Zyste, wenn die da dran hängt, relativ mobil ist. Ab einer speziellen Größe und wenn die jetzt flüssigkeitsgefüllt ist, kann man sich ja vorstellen, wenn man sich jetzt schnell dreht, im Bett oder im Trampolin oder beim Sex oder wo auch immer, dass sich diese Zyste aus dieser Trägheit nicht wirklich mitdreht oder doch sogar einmal überklappt und diesen Eierstock oder den ganzen Eileiter einmal in sich umdreht. Quasi wirklich einmal so die Gefäßzufuhr auch abdreht. Und das kann mitunter extrem wehtun. Und wie man sich vorstellt, da laufen ja Gefäße in dem Eileiter. Wenn man das einmal so umknickt, dann ist die Gefäßzufuhr oder auch die Blutzufuhr abgetrennt. Und so kann auch ein Eierstock relativ schnell, es gibt da so ein Zeitfenster von 6, 7 Stunden, absterben. Und das macht am Anfang erstmal heftige Schmerzen. Und wenn diese 6, 7 Stunden dann vorbei sind und der Eierstock quasi am Absterben ist, kann es sogar sein, dass die Symptome komplett nachlassen. Dass man auf einmal symptomfrei ist und denkt, ach super, hat sich alles erledigt. Und das ist wirklich eine gefährliche Stille, sagen wir immer. Da muss man drauf achten. Man kann das im Ultraschall relativ schlecht sehen, wenn man den Verdacht hat und diese Anamnese, also die Geschichte der Patientin, passt dazu. Ich war beim Sport, ich war Trampolinspringen, ich habe mich schnell bewegt, hatte vorher eine 6, 7 cm große Zyste. Da muss man da relativ nah dranbleiben und gucken, ob man nicht eine Operation machen muss. Die andere Sache, die passieren kann bei so einer Zyste, ist, dass die aufplatzt. Das ist ja eigentlich gewünscht, dass sie weggeht. Aber so ein Gewebe, was aufplatzt, kann natürlich auch bluten. Und wenn diese Blutung sich nicht selbst stoppt, warum auch immer, man hat entweder eine Blutungsneigung oder es ist einfach an einer blöden Stelle, dass ein großes Gefäß eröffnet wurde, kann das natürlich dann in den Bauchraum reinbluten. Und das kann auch richtig wehtun und da kann man auch richtig Blut verlieren. Sowas sieht man sonografisch, also per Ultraschall, relativ gut, denn wir sehen diese freie Flüssigkeit im Bauch relativ gut. Und auch da, wenn man da den Verdacht hat, wir haben eine eingeblutete Ovarialzyste, die jetzt auch in den Bauchraum blutet, muss man relativ schnell operieren. Was machen jetzt die Frauenärzte? Wie sieht die Untersuchungsmethodik aus und auch wie die Therapie? Wenn man jetzt zum Beispiel als Frau mit Unterbauchschmerzen zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen geht, ist natürlich ganz klar, wird erstmal die Geschichte eruiert. Wie und wann kommen die Schmerzen? Man sieht ja auch, wie alt die Patientin ist. Geht das dann eher in die Richtung Dermoidzyste, Endometriosezyste? Geht das eher in die Richtung Follikelzyste? Man kriegt da schon ein Gespür für, in welche Richtung es gehen könnte. Nach den ganzen Tastuntersuchungen kommt ein ganz wichtiges Untersuchungsinstrument, das ist nämlich der Ultraschall. Per Ultraschall sieht man Zysten relativ gut, je nach Größe natürlich auch. Aber eine Zyste, sagen wir mal ab, ja, knapp einen halben Zentimeter, kann man schon sehr gut sehen, denn das sind ja, wie gesagt, flüssigkeitsgefüllte Hohlräume und die stellen sich im Ultraschall immer sehr, sehr gut dar. Und wenn das jetzt eine junge Patientin ist, die zum ersten Mal so eine Zyste hat und sagen wir mal kurz vor der Menstruation steht und die jetzt nicht die heftigen Schmerzen hat, dann guckt man da auch erstmal zu. Man schaut, was passiert mit dieser Zyste. Geht die vielleicht in den nächsten 1, 2 Zyklen von selber weg? Wird sie vielleicht doch größer? Macht sie dann doch Beschwerden? Also das ist ganz individuell, auch nach Alter der Patientin und nach Geschichte der Patientin wird da vorgegangen. Dass man eine Zyste operieren muss, versucht man wirklich am Anfang ein bisschen zu vermeiden. Gerade bei jüngeren Patienten, denn Zysten haben auch die Neigung, wiederzukommen.
Und wenn man jetzt dieses Jahr zum Beispiel eine Zyste operiert, kann es sein, dass im nächsten Jahr genau dasselbe wieder passiert. Und so kann man jährlich diese Frau operieren und irgendwann hat sie 10, 12 Bauchspiegelungen hinter sich. Und das macht natürlich auch Narbengewebe im Bauch und das kann auch Schmerzen verursachen. Man versucht also, so wenig wie möglich zu operieren und so viel wie nötig. Das ist so die Devise. Man kann das Ganze auch versuchen, medikamentös in den Griff zu bekommen, denn wir haben schon gelernt, Zysten sind auch hormonabhängig und wenn man denen dann in Form der Antibabypille zum Beispiel Hormone zuführt, kann es sein, dass die sich verändern oder auch sogar kleiner werden. Das muss dann die Gynäkologin selbst entscheiden, wie der Verlauf ist. Bei älteren Patienten, wo die Zyste vielleicht nicht so ganz koscher aussieht, wo man sagt, okay, die Eierstöcke, die haben jetzt eh keine große Funktion mehr, ist man natürlich relativ schnell dabei zu sagen, machen wir eine Bauchspiegelung und entnehmen die Eierstöcke, wir brauchen sie nicht mehr und sie können nur noch Ärger machen. Das ist aber ganz individuell, kann nicht pauschal gesagt werden und sprecht am besten dann mit euren Frauenärzten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß und bis dann. Ciao.